Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben hier heute ein Gesetz, das ein klares Bekenntnis zu Europa ist und ein klares Bekenntnis zur Freizügigkeit und ein klares Bekenntnis zur europäischen Gemeinschaft und somit auch zu europäischen Werten. Und wer behauptet, mit diesem Gesetz würde die Freizügigkeit eingeschränkt, hat nicht verstanden, für was die Europäische Union steht und hat auch nicht verstanden, welche Freizügigkeit wir gewähren. Wir gewähren nämlich Arbeitnehmerfreizügigkeit und nicht die Freizügigkeit, sich das beste Sozialsystem in Europa aussuchen zu dürfen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, und die schützen wir mit diesem Gesetz. Könnte man sogar sagen, Frau Zimmermann, Herr Strengmann-Kuhn, wer sich gegen dieses Gesetz stellt, stellt sich auch gegen die europäische Freizügigkeit und vor allem die Akzeptanz dieser Freizügigkeit. Und auch auf die müssen wir Wert legen. In einer Zeit, wo die Europäische Union umstritten ist, wo wir nach dem Brexit, wo wir nach Diskussionen über Zuständigkeiten, nach Diskussionen an unseren Grenzen auch immer darüber debattieren müssen, wie wir Europa weiterentwickeln, dürfen wir nicht noch mehr Kritik, nicht noch mehr Vorsicht vor der Europäischen Union schüren, sondern wir brauchen sicherlich gute Ideen, wie wir Zuwanderung machen in Europa, aber wir machen Arbeitnehmerfreizügigkeit und auch keinen Missbrauch von Sozialsystemen. Das ist ein Schutz unserer Sozialsysteme und somit auch ein Schutz der Freizügigkeit in Europa. Was wir mit diesem Gesetz noch machen, ist, dass wir divergierende Rechtsprechung, wie wir hatten, in unserem Land auch klären. Es ist ein Gesetz, das auch der Justiz eine Handreichung gibt, ein Gesetz an die Hand gibt, auch deutschlandweit die gleichen Urteile zu sprechen. Und wir stellen mit diesem Gesetz auch klar, dass Arbeitssuchende, die allein zum Zwecke der Arbeitssuche nach Deutschland kommen, eben keine Unterstützung bekommen. Wir wollen nicht, dass jemand sich aussuchen kann in Europa, wo er Sozialhilfe bezieht. Wir möchten die guten Arbeitnehmer, die wir in Europa haben, und zwar in alle Richtungen ermöglichen, sich ihren Arbeitsort, auch ihre Firma aussuchen zu können. Das haben wir, was wir damit nicht machen. Und den Vorwurf habe ich ein paar Mal schon gehört. Es ist kein Aushungern von Bevölkerungsgruppen in keinster Weise. Es ist ein gutes Gesetz für Deutschland, aber auch ein gutes Gesetz für die Freizügigkeit. Denn diejenigen, die ernsthaft auf Arbeitssuche sind, die ernsthaft hier auch schon im Arbeitsmarkt angekommen sind, die werden natürlich weiter unterstützt. Und die schließen wir eben nicht aus. Wir haben die Überbrückungsleistungen, wir haben den Härtefall, Dagmar hat es ja schon klar dargestellt, wir haben den Härtefall, ein sehr weites Härtefallrecht mit einem großen Ermessensspielraum. Und natürlich, Herr Strengmann-Kuhn, für die Personen, die jetzt schon Arbeitnehmer sind, die Selbstständige sind, die aufgrund von § 2 vom Freizügigkeitsgesetz berechtigt sind, ja, machen wir keine einzige Einschränkung in diesem Gesetz. Das gilt es auch noch mal zu unterstreichen, und die Verfestigung nach 5 Jahren bietet auch noch mal eine längere Perspektive. Der ordnungspolitische Rahmen, den wir hier setzen, ist gleichzeitig im Sinne von Freizügigkeit, im Sinne vom Europarecht und von sozialer Gerechtigkeit. Ich kann Ihnen nur eines sagen, dieses Gesetz ist ja dem geschuldet, dass wir 2014 als CSU in Kreuth uns das Thema Freizügigkeit von Arbeitnehmern in Europa, den Missbrauch von Sozialleistungen in Europa auf die Fahnen geschrieben haben. Da sind wir hier noch von vielen Seiten beschimpft worden. Heute wird es Realität. Ja, das sind wir CSUler gewohnt, dass die intellektuelle Tiefe unserer Vorschläge immer noch ein paar Monate braucht, bis es hier ankommt. Aber ich kann Ihnen sagen, wir Bayern sind da leidensfähig. Und wir geben allen auch die Zeit, über die längere, noch mal länger darüber nachzudenken, welche guten Vorschläge wir machen. Und deswegen bin ich froh. Deshalb bin ich froh, dass wir heute ein gutes Gesetz vorliegen haben, das natürlich verfassungsgemäß ist, das nicht gegen EU-Recht verstößt, dass wir die Vorschläge, die wir als CSU vor 2 Jahren in Kreuth gemacht haben, heute zum Gesetz machen. Ich kann nur um Zustimmung bitten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tobias Zech. Ich muss jetzt auch lachen, weil ich weiß,